Ich bin die Eva Themel von Mhees und habe einen kleinen Laden in Schruns in der Bahnhofstraße 4 und verkaufe Klamotten, die ich selber handveredel. Und das ist die Leni hier, genau, meine Assistentin. Ja, und genau, das ist meine Marke. Ihr habt eine Veranstaltung, die bald stattfindet, und zwar ist es das Mhees and Friends. Was ist denn da die Idee dahinter? Genau, und zwar die Idee ist entstanden, indem ich ein Kinderevent eigentlich mache. Gerade mache ich so Häschen-Workshops, nenne ich die. Und da können Kinder kommen und ein Stück Stoff selbst gestalten mit Textilfarbe. Und das wird weiterverarbeitet von mir dann als Täschchen und kommt dann auf ein T-Shirt. Und es schaut echt brutal nett aus. Und bei der Idee dachte ich, naja, wenn die so gut ankommt, dann machen wir doch noch ein kleines Event draus und habe eben Friends dazu eingeladen, die sich dann eben auch vorstellen können und ein kleines Happening hier bei mir veranstalten. Wer ist denn da alles mit dabei und was gibt's da alles zu sehen? Das Besondere ist ja, dass die meisten Produkte bis auf einen Marktstand alle aus dem Montafon kommen und nur hier im Ländle bzw. im Montafon erhältlich sind. Genau, das ist eine kleine, aber sehr feine Selektion, die ich da gemacht habe. Hallo, ich bin die Silvi von Delmaden. Wir sind ein Porzellanstudio und machen Porzellan für den täglichen Gebrauch, aber auch Einzelstücke wie Butterdosen, Vasen, Schalen in Pastelltönen. Wir bieten aber auch unter anderem Workshops an, die man im Sommer besuchen kann. So, hallo, ich bin die Steffi Weiß von Buntweiß. Ich mache verschiedene Kerzen und stelle die in einem Tauchbadverfahren her. Also ich verfärbe die mit verschiedenen Farben. Es gibt Blockkerzen, Stabkerzen in verschiedenen Größen. Und dann mache ich aber auch so Betonkerzenhalter noch. Genau. Ja. Heile, servus, ich bin die Sonja vom Alpledili. Und ich habe einen Online-Shop und beliefere quasi die ganze Welt mit leckeren Produkten aus dem Montafon. Und dann habe ich noch einen umgebauten Caravan, mit dem ich auf Wochenmärkten und Veranstaltungen unterwegs bin. Und ich freue mich total, bei dem Mhees and Friends dabei zu sein. Ich bin die Sarah von den Bergpferdefahrgalden. Und wir bieten da für Gäste, aber auch für Einheimische Ponyreiten und Reitstunden und Ausflüge in unseren schönen Bergen an. Und das ist jetzt unser erstes Event, wo wir mit unseren Ponys herkommen wollen und auch hier vor Ort Ponyreiten anbieten. Es findet am Samstag statt, bei guter Witterung, und zwar da vor deinem Geschäft beim Mhees in Schruns. Genau, Downtown Schruns in der Bahnhofstraße 4, das ist beim Reiber Parkplatz, und da freuen wir uns extrem, wenn ihr vorbeiguckt. Das ist also was für jeden, der ein bisschen auf die kleinen, feinen, lokalen Unternehmer steht. Das, ihr sind ja alles junge Frauen, die das machen, Mamas, Jungunternehmerinnen. Wie ist denn das, wenn ihr so ein Event planen? Ist das so ungewohnt oder habt ihr das vielleicht schon mehrmals gemacht? Na, das ist tatsächlich das erste Mal und auch mit Lampenfieber verbunden. Also wir würden uns extrem freuen, wenn viele vorbeikommen und es ein wunderschönes Event wird bei Sonnenstein. Ja, wäre super.